Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein im Konzil. Es ist ein wunderschöner historischer Saal, wo ich das erste Mal spielen darf mit der Südwestdeutschen Philharmonie. Wunderbares Orchester mit Chef Ari Rasilein. Wir spielen heute Abend Chopin und auch die folgenden Abende. Das ist immer schön, wenn man noch mehrere Konzerte zusammen hat und nicht nur einmal, dann ist schon alles vorbei, sondern das ist ja auch eine gemeinsame Reise, die man dann unternimmt. Das Chopin erste Klavierkonzert ist eines meiner Lieblingsklavierkonzerte. Es ist noch sehr in der Tradition von Mozart und Hummel, den Chopin auch sehr bewundert hat. Ich versuche das in meiner Interpretation rauszuarbeiten und das Orchester macht das, wie ich finde, wunderbar mit, nämlich sehr transparent zu spielen, sehr klar zu spielen, mit Leichtigkeit zu spielen, dass man dann diese Stimmungen hat, zum Beispiel im langsamen Satz. Die schönste Stelle vielleicht, die Chopin je geschrieben hat, dieser hymnische Choral, den ich eigentlich nur begleite, so habe ich mich mit dem Orchester verständigt. Das Orchester spielt den Choral und ich begleite nur. Schaltet sich das Klavier wieder ins Geschehen ein. Jetzt bin ich wieder so listig. Wehmütige Romantik bei Chopin. Ja, da freue ich mich besonders drauf, auf diesen Satz und auch die anderen. Einfach herrlichste Musik. Chopin hat damit das Tor weit aufgestoßen zu ganz neuen Klangfarben und hat die Ideen seiner Vorbilder Bach, ist natürlich auch sehr viel drin, Mozart und Hummel weitergetragen, in eine Zukunft geführt. Und das ist einfach herrlich, dass so diese Musik zwischen den Zeiten, die ich schon so empfinde, ja, so zu erleben, dieser fluiden Gestalt, sehr wenig greifbar.